Hallo, ich bin Dirk Verwein, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich werde heute mal meine Sigma-Objektive mit einer neuen Firmware versorgen. Wie das vonstatten geht, seht ihr in diesem Video. Nach dem Intro geht's los. Ja, schön, dass du wieder eines meiner Videos ausgewählt hast. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie das Ganze vonstatten geht, wenn man seine Sigma-Objektive mit einer neuen Firmware versorgen will. Ich habe mir dafür vor einiger Zeit das Sigma-Dock zugelegt. Das kostet bei Amazon immer um die 50 Euro. Zurzeit kostet das Ganze 50 Euro. Ich packe euch mal einen passenden Link dazu. Dabei zu beachten ist bei der Anschaffung dieses Adapters, ihr müsst es natürlich für den Bajonetttyp anschaffen, den ihr einsetzt. Also bei mir ist es dann eben das Canon EF Bajonett. Gibt es auch für Nikon und Sony, glaube ich. Wie gesagt, sucht euch das passende aus und das Ganze wird per USB am Rechner angeschlossen. Wer ein MacBook hat oder ein anderes Gerät, was nur noch USB-C-Anschlüsse hat, der braucht halt noch einen passenden Adapter. Aber die Leute, die das haben, die wissen das meistens schon von selber. Die sind leitgeprüft und wissen, was die da erwartet. Ja, wenn das Ganze dann irgendwann mal eingetroffen ist und man seine Objektive damit customizen will oder entsprechend eine Firmware aufpacken will, der muss ich eine Software noch zusätzlich installieren. Ich handhabe das dann immer so, dass ich mir die Software direkt vom Hersteller, von der Downloadseite runterziehe und auf meinem Rechner installiere. Ich habe das jetzt schon mal gemacht. Den Link dazu gibt es auch unter diesem Video hier. Dann könnt ihr euch das Ganze ansehen. Software installieren, erst dann die ganze Sache anschließen. Danach wird das Ganze per USB mit dem Rechner verbunden. So, und dann können wir jetzt hier mal loslegen. Ich habe, wie gesagt, die Software schon installiert und gestartet. Das Ganze sieht dann so aus. Die Software nennt sich Sigma Optimization Pro. Die hat auch eine Information. Also wenn man das Dock angeschlossen hat, sieht man also, welche Firmware das einzelne Dock hat. Also das Dock selber hat auch eine Firmware, die man aktualisieren kann. Sollte man von Zeit zu Zeit, wenn man das Ganze hat, auch nochmal prüfen lassen. Geht also vollautomatisch, einmal draufklicken und dann wird das von der Software überprüft, ob das mit der aktuellen Software versorgt ist. So, das haben wir getan. Das mache ich also auch vor jedem Einsatz, wenn ich mir eine neue Firmware installieren will. Mir ist, also ich bin benachrichtigt worden, dass es für das Sigma 1770, dass da eine neue Firmware rausgekommen ist. Daher jetzt dann auch dieses praktische Beispiel dann mit diesem Objektiv. Man schließt also einfach dieses Objektiv an das Dock an, genau als wenn es an eine Kamera angeschlossen wird, verbindet das, dreht es an. Die LED geht halt auch sofort an und die Software selber erkennt auch die Seriennummer vom Objektiv, die Firmware-Version und nach einer kurzen Zeit wird dann halt auch eingeblendet, hey, hör zu, da ist eine neue Firmware verfügbar, möchtest du die ganze Chose installiert haben auf deinem Objektiv. Und man kann sich dann hier dann halt noch die nötigen Informationen durchlesen, warum und weshalb die ganze Sache installiert werden sollte, was das Ganze macht. Hier ist halt die Objektivkorrektur für Canon-Kameras wurde verbessert, beziehungsweise wird jetzt eine Korrektur angeboten. Das Ganze ist, glaube ich, auch im Zusammenhang mit der Canon EOS R jetzt nochmal aufgekocht, weil halt diese Objektive auch mit dem EF-RF-Adapter an der Canon EOS R betrieben werden können. Und damit die halt die entsprechenden Korrekturdaten ausliest, gibt es halt die neue Firmware. Ich möchte die halt installieren. Lass das Ganze dann mal durchlegen. Man kriegt dann halt noch eine schöne Warnung, dass man das Ganze besser nicht unterbrechen sollte und das Ganze auch
zu Schäden am Objektiv führen kann. Wir akzeptieren das Ganze mal, sonst kriegen wir sie halt nicht. Dann fängt das Ganze an zu blinken. Die ganze Software wird runtergeladen. Der Prozess, der kann jetzt noch etwas dauern. Das Ganze blinkt jetzt wild vor sich her. Man sollte das dann als tunlichst auch nicht trennen oder deinen Laptop eventuell im Akkubetrieb betreiben und fahren. Von daher einfach laufen lassen. Vorher Notebook an Stromnetz anschließen, damit das Ganze gesichert auf das Objektiv landet. So, zur Hälfte haben wir schon drauf. Das geht eigentlich relativ zügig. So, jetzt ist das Ganze hoffentlich gleich abgeschlossen. Da ist die neue Firmware erscheint jetzt. Er hat die Individualisierungsdaten, die zur Verfügung stehen, vorher gesichert, spielt die nach dem Firmware-Update wieder auf das Objektiv drauf und man hat halt jetzt die neueste Firmware auf seinem Objektiv. Bei diesem Objektiv gibt es mit der Software noch die Möglichkeit der Individualisierung. Man kann also Backfokus oder Frontfokus an dem Objektiv, wenn man das mal gemessen hat, wenn man da Probleme mit hat, kann man die mit der Software relativ einfach noch korrigieren. Hatte da noch nie die Muße und zum Glück auch nie das Problem, dass ich da mit einem meiner Sigma-Objektive Probleme hatte, habe aber auch nur drei Stück, wie man das hier sehen kann. Von daher stehen die Sachen bei mir hier noch alle auf Standard. Wer da Probleme mit hat, kann das halt mit diesem Adapter auch beheben. Ja, deutlich mehr Sinn macht das Ganze oder noch mehr Funktionen bietet das Ganze noch bei dem Sigma 150-600 zum Beispiel, das auch über anpassbare Schalter verfügt. Die kann man auch noch mit dem Sigma-Dock customizen. Das zeige ich jetzt noch mal eben kurz. Und zwar schließen wir das Ganze dann wieder an. So, eine aktuelle Firmware ist bereits installiert, da brauche ich also nichts machen. Aber hier die Individualisierung bietet halt bei einem Sigma 150-600er, egal ob aus der Contemporary-Serie oder aus der Sport-Serie, die Möglichkeit, hier noch andere Einstellungen vorzunehmen. Einmal habe ich hier diese beiden Tasten, die C1 und C2-Taste, als Kastenfunktion, die ich belegen kann. Einmal kann ich hier die Geschwindigkeit des Autofokuses anpassen, wie es mir also passt. Ich habe es hier wieder auf Standard stehen, aber man kann es natürlich hier auch auf Serienbildgeschwindigkeit oder Fokuspräzisionspriorität setzen. Das Ganze, was noch geht, ist die Begrenzung. Ich kann also einstellen, auf welchem Wert ich das Ganze begrenzen will. Habe ich auch also im Standard gelassen. Und ich habe hier noch die QS-Einstellung. Das ist die Einstellung, wie der Bildstabilisator des Objektivs arbeitet. Hier gibt es also auch verschiedene Möglichkeiten. Steht bei mir auch der Rater QS-Modus. Der sorgt also dafür, dass möglichst die Kamerawackler ausgeglichen werden, so gut es geht. Also, und das Ganze dann halt auch für sanfte Bewegungen optimiert ist. Könnte man auch wieder auf Standard zurücksetzen. Das war mal zum Testen. Und dann kann man das Ganze hier mit Übertragung auch wieder aufs Objektiv schreiben, akzeptieren. Das Ganze wird jetzt überschrieben. Und man hat jetzt wieder die Standardeinstellung in seinem Objektiv abgespeichert. Hier haben wir noch jederzeit MF. Manueller Fokus heißt mehr oder weniger, nachdem ich mein Autofokus gefunden habe oder die Kamera meint, den Autofokus richtig gesetzt zu haben, besteht halt die Möglichkeit, dass man trotzdem noch danach manuell fokussieren kann. Habe ich hier eigentlich auch auf Standard eingestellt, ändert sich also dadurch jetzt nichts, dass ich das nochmal ändere. Man kann das auch deaktivieren. Und was haben wir hier noch? Das hatten wir schon.
Und hier haben wir auch wieder die Fokuseinstellung, genau wie bei dem 1740er, wo ich es gerade schon mal kurz eingestellt hatte oder dargestellt habe, kann man hier, also wenn man Probleme mit Backfokus hat oder mit Frontfokus, kann man sich hier also rantasten und die einzelnen Fokuseinstellungen entsprechend noch wieder anpassen. Auch hier gibt es wieder zurück auf Werkseinstellungen, wenn man sich da zu sehr verhaspelt hat und die Fokuseinstellung zu sehr manipuliert hat, dass es nachher gar nicht mehr passt, kann man hier also alles nachher wieder auf Null setzen. Ja, das waren eigentlich die Möglichkeiten, die das SigmaDoc zur Verfügung stellt. Meiner Meinung nach, wenn man ein, zwei Sigma-Objektive hat, durchaus eine gute Anschaffung. Kostet zurzeit bei Amazon 50 Euro circa. Wie gesagt, darauf achten, für welches Objektiv, für welchen Objektivanschluss, also Canon, Bajonett und Nikon oder Sony gibt es da. Denke ich mal, es gibt auch das für das Sigma selber Bajonett, für welches Bajonett man das anschafft. Firmware-Updates gibt es schon mal regelmäßig jetzt dadurch, dass die Canon EOS R rausgekommen ist, scheint da für das 1770er halt noch was gekommen zu sein. Da wird also ständig dran gearbeitet. Wer mit dem Fokus ein bisschen Probleme hat, sollte sich sowieso das überlegen, das sich anzuschaffen. Und ansonsten, wer also wirklich so ein Trümmer hat, das dann noch anpassbare Buttons oder Schieberegler zur Verfügung hat. Ich denke mal, da macht es dann durchaus Sinn. Vielleicht kann man das auch beim Anschaffen des Objektivs vielleicht auch zum günstigeren Preis bei seinem Händler noch bekommen. Ansonsten soll es das für heute erstmal wieder gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn noch nicht geschehen, abonniert den Kanal. Weitere Videos sind wie immer in der Mache. Ich hoffe, das Ganze hat euch einigermaßen gefallen und würde mich freuen, wenn ihr mich dann bald wieder besucht auf meinem Kanal. Bis dahin, tschüss und habt eine gute Zeit.